Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Also die Situation ist, es kommt ein Filmemacher in ein Predigerseminar. Und da sind lauter Leute, die Pfarrer werden sollen und wollen. Und der Filmemacher ist ein Atheist. Was hindert dich eigentlich daran, an Gott zu glauben? Mein Verstand. Das ist sowas von schwachsinnig. Dein Verstand hindert dich daran, an Gott zu glauben. Aber Gott und Verstand haben ja auch nichts miteinander zu tun, sonst würden wir ja nicht Gott zusagen. So soll ein jeder Einzelne von uns nun prüfen, zu wem er wohl gehören würde. Denn jetzt das Reich Gottes und somit das Weltgericht kommt. Wir sind hier gezwungen, uns mit uns auseinanderzusetzen. Das ist auch ein harter Anspruch, sich selbst in dem Sinne in seinen Glaubenssachen verändern zu lassen. Will ich das? Taug ich dafür? Glaube ich an ein Leben nach dem Tod? Ich will mich eigentlich nicht, aber ich bin quasi gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Sinn des Lebens, was heißt das? Was heißt das für mich? Ich glaube, ich habe eben in meiner Kindheit das Gefühl oder den Gedanken eingeübt, dass Gott einfach da ist. Und dafür bin ich total dankbar. Ist es Wahrheit oder ist es Wahnsinn? Genau.